Ein letztes Aufbäumen. Dabei ist eigentlich alles längst entschieden. Mehrere hundert Demonstranten ziehen zu den fast leerstehenden Häusern in der Beermannstraße, die der A100 weichen sollen. Wir protestieren heute gegen den Abriss der beiden Wohnhäuser in der Beermannstraße, wo die 100 billigen Wohnungen für die A100 vernichtet werden sollen. Wir haben das erklärte Ziel, diese Häuser zu besetzen. Ob wir das so einlösen können, das wird sich zeigen. Das konnten sie nicht, dafür waren es dann doch zu wenige. Einer der letzten verbliebenen Mieter bedankt sich für die Unterstützung. Und wir haben alles versucht, klarzumachen, dass der Senat so hier nicht weiter vorgehen kann und dass wir uns nicht so asozial behandeln lassen. Der Senat hatte den Mietern gekündigt und mit Zwangsräumung gedroht. Doch Benjamin S. blieb in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung für 350 Euro, da er zu dem Preis nichts Neues fand. Dieses Ausharren hat sich gelohnt. Der Senat musste jetzt, das hat er nicht freiwillig gemacht, sondern die Enteignungsbehörde hat ihn da verpflichtet dazu. Der Senat hat immer behauptet, er müsste gar nichts machen und hat uns unter Druck gesetzt. Da haben sie jetzt wenigstens noch eins auf den Deckel gekriegt, ganz am Schluss. Die letzten sechs Mieter erhalten großzügige Entschädigungen, die Mietdifferenz und das für bis zu 16 Jahre. Zumindest so lange, bis ein Urteil entscheidet, dass die Kündigungen rechtens waren. Morgen übergeben die Mieter ihre Schlüssel. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal ins Hotel gehen. Das muss der Senat auch übernehmen. Ja, und muss von dort an aus weitersuchen. Benjamin S. kann in den kommenden Jahren möglicherweise mit rund 27.000 Euro rechnen. Kosten, mit denen der Senat nicht gerechnet hat und die er sicher hätte vermeiden können.